Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch aufs Übelste. So, hierfür nehmen wir Opel Blitze. Und zwar Warendocks. Sind die hier? 30 Sekunden. Wir lassen das mal so. Wenn es unter Stress gerät, werden wir es umbauen. So, weiter geht's. Hier haben wir die nächsten. Dann haben wir hier, warte mal kurz, die können wir ausblenden. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und Waren, das müssen wir wie gesagt alles anpassen. Waren B. Lauchstedt. Dann gucken wir mal, ob wir die da hochschieben können. Das ist Waren Quackenbrück. Macht er auch. Wenn er die Route findet, macht das. Wenn nicht, dann bleiben die irgendwie stehen. Aber das seht ihr dann. Oder sagen, sie finden keinen Weg oder so ein Quark. So. Und Waren haben wir hier nochmal nach Mühlberg. Macht er auch. Können wir nochmal zwei draufschieben. Das sind auf jeden Fall zu wenige. So. Okay. Linien sind da. Jetzt brauchen wir Schiffe. Okay, wir brauchen Schiffe. Pass auf, jetzt müssen wir uns diese Linien... Wir holen uns mal die Docks her. Und machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal auf diese Linie drauf. Also, Wasser. Bitte nur Wasser anzeigen. Die grüne Linie ist die Waren nach Waldheim-Linie. Die bringt uns alle Waren, die wir haben wollen. Güter. So, wir haben uns überlegt, die X-Alp ist quasi die, die eigentlich so ziemlich alles transportieren kann. Davon nehmen wir jetzt mal 2, 3, 4. Das ist die Waren Waldheim. Jetzt wollen wir aber mehr noch hinschieben. Wir wollen zumal auch meistens noch mit einer Viola Treibstoff hinbringen. Das heißt, wir werden nochmal zwei Violas draufpacken, damit auch Sprit ab und zu mal ankommt. Machen wir 3. So. Ich Idiot. So. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Das sind die Schiffe, die hochkommen. Jetzt müssen wir Schiffe haben, die weggehen. Und da machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, es wird eine Viola sein, die Sprit wegbringt und eine X-Alp und die werden zugewiesen auf zum Beispiel Warenbad Lauchstedt. Werden wir schön mischen, dann kann eine Sprit wegbringen, eine nicht. So, Mühlberg und das gleiche wieder auf die Quackenbrücklinie. So, okay, jetzt sollte eigentlich alles angeschlossen sein. Zeig mir mal genau alle, die hier sind. Wir haben hier die Schiffe, das passt. Wir haben hier die Dockzubringer, das passt auch. So, jetzt gucken wir hier weiter. Das müssten zwei Linien hier sein, die befahren sind. Sind sie? Sind sie? Und hier unten nochmal. Sind sie auch. Okay, das heißt, die Linien passen hier. Wir lassen das Spiel beginnen und lassen mal alles losfahren. So, hier fahren jetzt alle aus. Die habe ich jetzt nicht farblich gekennzeichnet. Das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Die müssen jetzt erstmal alle losfahren. So, in der Zwischenzeit werden von hier unten vermutlich eine Riesenmenge an Schiffen losdüsen. Die Hälfte wird gar nicht hier hängen bleiben, also an dem Terminal, sondern wird gleich losdübeln, weil die in die andere Richtung will, vor allem halt die Tanker. Jetzt gucken wir mal schnell, da sollten allerlei mögliche Schiffe dazwischen sein. Das sind alles Waldheim noch. Auch noch Waldheim. Da haben wir die Lauchstädter Linie. Auch Lauchstädt, die fahren jetzt dann hintereinander. Das ist okay. Das gibt jetzt hier natürlich erstmal Reason Trouble auf dem Seeweg. Es macht aber nichts. Ich wünschte mir, ganz ehrlich, liebe Entwickler, ich wünschte mir, dass diese die Karten einen Ticken größer sein könnten, ja, aber vor allen Dingen, dass wenn die Schiffe schon so fahren, wie sie fahren und vor allem kaum Überholmöglichkeiten haben, wir sehen das hier relativ schön. Hallo? Wo ist denn die andere Linie hier? Warum löscht es diese Linie weg? Hier wird mir nach oben hin angezeigt, dass die halt doppelt geht. Aber jetzt irgendwas falsch gemacht? Nee. Ihr seht doch auch, dass hier dann eine Linie ist, ne? Da zeigt das auch an, zumindest die zwei. Und hier ist eine blaue. Ach, die ist genau drunter, die sieht man deswegen so schlecht. Schön, es gibt so wenig Überholmöglichkeiten auf diesen Seewegen, ja? Dass wenn man hier eine wirkliche... Also hier gibt es eigentlich fast überhaupt keine Überholmöglichkeit. Auch auf den breiten Dingern nicht. Ich wünschte mir, die Schiffe würden viel mehr sich
am Rand hier orientieren und würden sich leichter umgehen können. Das bedeutet, dass sie gerade vielleicht eine Passage hier hätten, wo sie zusammenfahren würden. Selbst hier können sie ja sich trennen. Und wenn quasi die Liniengebung sich am Küstenabschnittrand plus 10 oder was Meter bewegt und dann hier halt lang düppelt und die auf der anderen Seite natürlich genauso, dann könnten die halt auch wunderbar sich passieren, ohne dass es so einen Pulk gibt. Weil, ne, meinetwegen auch ein bisschen den Fluss breiter machen, ist mir auch recht. Habe ich keine Bauchschmerzen mehr. Die Flüsse sind eh so schmal und man merkt es eigentlich gar nicht im Spiel selber. Wenn die Flüsse ein bisschen Ticken breiter wären, vielleicht auch ein Ticken tiefer noch, damit man sich weniger Arbeit machen muss mit dem Brückenbau. Meinetwegen kann es auch so bleiben, ist auch egal. Aber, weißt du, diesen Riesensee, den man da hat, hier ist kein Problem. Da tut das einem nicht weh. Selbst da könnten sie kollidieren, aber das liegt auch daran, dass die halt hier so einen Bogen fahren. Aber, ne, hier ist so viel Platz. Da kommen sie gerade mal auseinander und dann fahren sie ewig und drei Tage fahren sie fast zusammen weiter. Und hier unten ist dann eh total durcheinander. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte breiter sein. Oder zumindest die Linienführung besser bei den Schiffen, weil die sind so relativ schwer nutzbar. Immer noch super, aber immer noch schwer nutzbar einfach. Also ich mag Schiffstransport unheimlich gerne, um Waren schnell auf Außenposten sozusagen rauszuschieben, wie jetzt Waldheim. Die kriegen zwar Waren im Prinzip über fünf Ecken durch Königstein nach Blankenhain, nach Waldheim und vor allem nach Oberwesel raus, aber von dort aus könnte man natürlich weitergehen, das kann man nutzen. Ich bin nur gespannt, wie lange das dauert, bis das nutzbar wird, weil hier, glaube ich, kommt eh so sau wenig in Waldheim an. Na doch, ein bisschen kommt an, mittelmäßige, ja, wow, die Einkaufsmöglichkeiten saufen ab. Okay. So, da kommt die Schiffsarmee. Elsterberg, Waldheim, ja, die werden sich jetzt da oben erstmal alle durchdrögen. Und hier unten wird es dann wieder ruhiger, da ist jetzt die ganze Schiffsflottille ist hier durch. Ja, und hier die da Lebensmittel, die pumpen auch schon kräftig. So, 6-4 haben wir hier als Grenze. Mehr geht, glaube ich, gar nicht. Ich wünschte schon, aber mehr geht, glaube ich, gar nicht. Im Zweifel haben wir ja einen relativ großen Zubringer, könnten wir noch mehr Brötchen direkt anliefern. Oh, schöne Dinger. Also wir sind am Potenzial schon dran quasi. Das wird jetzt gleich eskalieren. Ich denke mal, dass dieses Potenzial, wir lassen es mal oben aufgeploppt. Ich denke mal, sobald die hier oben ankommen, werden die das Potenzial erkennen, was hierdurch entsteht, vor allem durch die Weiterleitung dann wieder. Und wir müssten, ich denke mal, irgendwo bei knapp 10.000, etwas mehr vielleicht sogar rauskommen, wenn die das erstmal einmal gefahren haben. Wie gesagt, dauert ein bisschen, bis dieses ganze Schiffsdilemma hier durch ist. Ich weiß nicht, ob die diese Route überhaupt annehmen, aber wie auch immer, wir werden es versuchen. Auf der Route klappt es ja auch. Auch wenn die zwei Baumaterial hier mitnehmen, das ist auch ein bisschen schwer verständlich. Nach Elsterberg 14 Lebensmittel, ne? Weißt Bescheid. So, die kommen jetzt hier rein, die werden ihre eigenen Routen anfahren. Genau, jetzt werden drei parallel abgefrühstückt. Das sollte sich relativ schnell, sollte sich das nutzbar machen. Warenfabrik in Marktleuten, da müssen wir auch gleich reinschauen. Außer es war wieder nur irgendein Schluck auf. Nee, nicht, scheint länger zu sein. Jetzt gucken wir mal, 5,7 ist es immer noch. Die brauchen aber mehr Getreide, also da hängt wirklich gerade ein bisschen das Problem auch. Ich weiß nicht, wie lange die da brauchen, bis der Zug ankommt, aber das geht schon ziemlich in den Keller manchmal. So, die Schiffe scheinen wohl jetzt langsam wieder einzupendeln. Jetzt haben sie nichts mehr, also die sind da, brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Zug da dazwischen, der mehr anschiebt. Weil ich will nicht, dass die einknicken in der Produktion. Die müssen, dürfen auch nicht einknicken. Die müssen die Produktion halten, permanent. 3,8? What? Das Potenzial ist auf 3,8 gefallen? Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Freunde. Komm, zeigt's mir.
So, die nächsten Schifflein fahren. Wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen, bis die hier auch an ihren Bestimmungsorten ankommen. Ihr seid auf Abwegen unterwegs, ich merke das schon. Und wenn die da einmal ankommen, dann wird diese Linie quasi auch für die Waren, für den Warenfluss grün geschaltet und dann sollte es laufen. Also wenn ihr euch wundert, warum dieses Potenzial manchmal sich nicht sofort verändert, wenn ihr eine Linie aktiviert, es macht durchaus Sinn, einmal zu warten, bis die einmal diese Strecke gefahren haben. Und manchmal wird es dann auch innerhalb von ein paar Minuten aktualisiert. Es dauert einfach nur ein bisschen. Einfach kurz abwarten, dann wird das schon. Oh. Oder auch nicht. Brötchen, was ist mit euch los, Brötchens? Brötchens. Kriegen die Brötchen nicht weg? Ja, die kriegen die Brötchen nicht weg. Schwierig. Aber hier warten auf die Wald... Wow! Wo ist der nächste Waldheimkutter? Da oben, oder? Ja. 150 Baumstämme. Ich denke nicht. Ich denke, das werden Brötchen werden. Richtig knackig, saftige Brötchen. So, also, Brotschäne fällt. Ihr seid ihr dran, Freunde. Ihr werdet erstmal zugewiesen. Ihr seid keine Opel Blitze. Ihr seid Benz? What? Was? Ihr seid in einem etwas bräunlichen Ton gehalten. Warte mal, Brötchen können die doch auch, oder? Nee, können sie nicht. Doch, Lebensmittel. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann kriegt ihr jetzt erstmal das hier. Euch werden wir jetzt noch alle verkaufen. So. Okay, dann brauchen wir jetzt neue Brötchen. Gib mir some Brötchen. Die gehen noch auf die Schenefeldlinie. Die gehen auf die Königsteinlinie. Machen wir noch welche drauf. Wir brauchen jetzt richtig Pump auf dem Ding. Getreide-Brotlinie ist egal. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, noch welche auf die Brot-Schenefeld. So, und euch müssen wir halt dann gleich wieder die Aktualisierung wegnehmen, wenn ihr alle aktuell seid. Es kommen ja noch ein paar alte dazu. Huch, das ist ein bisschen echt groß. Das machen wir nicht. Wir lassen es mal so, wie es ist. Eines Tages mal. Okay, da kommen die ersten Brötchenlieferungen weg. So, wie schaut es jetzt bei euch nochmal aus? Seid ihr jetzt alle durch? Nein, da fehlen noch einer. Den haben wir, alles klar. Okay. So weit, so gut. Produktion läuft wieder auf 3700. Der ist voll ge... Wo sind die Waldheimbrötchen hin? Da war noch... Da fährt er schon... Da, warte mal, da ist noch einer dort, oder? Da oben. Ja, alles klar. Hab gerade kurz ein bisschen Bammel gekriegt. Huhuhu. Okay, jetzt funktioniert es auch mit dem Zubringer. Irgendwas stimmt hier mit den Brötchen. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Die Königsteinlinie, die hat aber auch ein Brotdefizit. Gucken wir mal schnell, mittelmäßig ausgezeichnet. Ja gut, die hängen direkt am Verteilknoten für Sprit. Ist ja logisch, dass die den ganzen Sprit kriegen. Aber auch Brötchen werden jetzt mehr angeliefert, weil wir, wenn das nicht voll wird, haben wir das Problem, dass wir kriegen die Brötchen einfach schlicht und ergreifend so nicht weg. Wir müssen mehr Brötchen abtransportieren. So, auf die Brot, nicht Getreide, Königsteinlinie. So, es müssen mehr Brötchen weg. LKWs, do your thing. Gucken wir mal. Weil der Bedarf ist ja da.
Und die Weiterleitung sowieso. Jetzt sind wir wieder bei 5,5. Wunderbar. So will ich das und nicht anders. Okay, was bist du? Eine Waldheimlinie mit 10 Lebensmitteln. What the fuck? Baumaterial. Ja gut, das muss ich jetzt auch erstmal wieder alles einpendeln. Vor allem, wenn die Produktion mal kurzzeitig absäuft, dann merkst du das halt super schnell, ne? Hier zum Beispiel 26. Ja, jetzt wird er richtig aufgepusht. Rot-Elsterberg. Wo sind die ganzen Elsterberg-Schiffe eigentlich abgeblieben? Da kommt eins, okay. Ah, das ist ein Öler. Das ist ein Öler. Güter-Elsterberg, okay. Auf der Güterlinie Baumaterial läuft auch noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist aber ein Problem, das ist einfach hier bedingt. Warte. Hier fahren so viele rein, das gibt einen Mega-Stau auf Doom. Warte mal. Wir müssen ja hier nur die Weiterleitung machen von der Brotlinie quasi. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich weiß, das ist saudoof, das so zu machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Da sind 217 Einheiten drauf. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Bis dann, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.